Kleiner Pixel. Hallo Welt, was geht ab? Episode 2 in unserer Odyssee von Gods Will Be Watching und am Ende der Episode 1 sind die ersten Köpfe gerollt, kann man so sagen. Und ursprünglich nahm ich an, mit dem erfolgreichen Turbo-Hack können wir das Ganze hier schon abhaken, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Der Turbo-Hack beschleunigt tatsächlich nur seinen Hackfortschritt. Ist mir dann mal so im Nachgang eingefallen, das macht auch Sinn, das wurde auch mal erzählt. Tja, das heißt jetzt aber auch, dass wir hier noch ein bisschen was zu tun haben und 2 von 4 Geiseln sind schon tot, unter anderem halt der Anführer. Ich würde sagen, wir bringen sie jetzt mal in den Pausenraum. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass sie am labilsten ist. Aber vielleicht sind das auch nur die Vorurteile, die man wieder hier subtil hegt, ohne eigentlich sich mal zu fragen, warum. So, Abraham, was machst du denn? Mit den irren Geiseln fertig zu werden ist nicht leicht, klar. Verdammt, nur noch eine Geisel, da werden die Wachen kaum zögern. Wir haben bald alle Karten ausgespielt, ab jetzt werden sie viel aggressiver. Kacke. Okay, dann sollten wir vielleicht die Gute doch wieder aus dem Pausenraum holen. Tun sie gerne anderen Leuten weh? So, wir haben den jetzt mal irgendwie beruhigt. Oha. Und diesen Move, beziehungsweise diese Position kennen wir noch von der Psychologin damals an dem Lagerfeuer. So, komm schon. Plaudern wir auch nochmal mit ihr. Es reicht, ihr werdet alle sterben. Ach, shit, ey. Oh, shit. Oh, fuck. Okay, die Sicherheitskräfte haben den Raum gestürmt. Hackfortschritt lag bei 12%. 2 Geiseln haben wir leben lassen. Schamane verlor durch seine Sicherheitslücke 5% der Daten. 0% des bla 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 bla. Du hast dich in der Situation sanft verhalten. Neuer Versuch, Rechtsklick. Shit. Alter, das ist ja echt ein bisschen schwierig. Aber okay, jetzt habe ich Blut geleckt. Jetzt möchte ich das Ganze auch irgendwie rocken. Auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, wie. Ich bin noch mal gespannt, wenn man dann in andere Szenen kommt, ob es dann zumindest auch Checkpoints gibt oder ob man immer wieder von vorne anfangen müsste. Das wäre echt zu tough. Okay, ich finde, es ist immer ganz gut, wenn er erstmal versucht zu verhandeln. Keinen Schritt weiter, sonst gibt es hier Tote. So, genau, okay, nur die Ruhe, wir bleiben, wo wir sind. Das ist erstmal nicht verkehrt. So, jetzt lassen wir ihn mal noch die Kamera hacken. Korridor, einfach damit wir hier oben im Blick haben, was eigentlich gerade abgeht. So. Wir fangen jetzt erstmal an, wir sind der Smoothie-Typ, wir beruhigen erstmal und plaudern mit dem Boss. Wenn drastische Maßnahmen nötig sind, nehmen Sie mich, nicht meine Leute, spricht der Anführer. Okay, soweit so gut. Turbo-Hack aufladen. Ladevorgang läuft, okay. Ich weiß nicht, was das bedeutet, das ist, glaube ich, wahrscheinlich so ein bisschen das Anzeichen, dass Sie entspannt sind. Könnte ich mir vorstellen. Allerdings kann man da echt nicht so ganz abwägen, ab wann es dann zu entspannt wird. Müssen wir mal gucken, ob die sich noch irgendwie andersweitig verhalten. Wir laden den Turbo-Hack jetzt nochmal auf. Hier oben sieht noch alles gut aus. Auch lustig, wenn ich jetzt mit dem Cursor über den Bildschirm gehe, verschwindet er. Keine Ahnung warum. Naja. So, Turbo-Hack aufladen. Er ist abgelenkt, er ist abgelenkt. Nein, die Verbindung ist weg. Komplett dicht, ich komme nicht wieder rein. Verdammt, wir haben es vergeigt. Alter. Oh, shit. Auf ein neues. Oh, scheiße, ey. Okay, also, wir machen es jetzt aber nochmal so. Verhandeln. Er hackt die Kamera. Langsam kommt die Routine. Jetzt habe ich natürlich den Pausenraum gehackt, ich honk. So viel zur Routine. Okay, so, jetzt reden wir erstmal mit ihm. Soweit, so gut. Turbo-Hack aufladen. So, okay. Als Ausgleich würde ich sagen, brüllen wir ihn jetzt mal an. Stimme mir nicht die Zeit, Mann. Genau. Und da wir ein krasser Motherfucker sind, kriegt sie jetzt einen Tritt ab. So, unsere Datenbank ist so gut gesichert, deswegen Sicherheit wieder verstärken. Okay.
So, mal gucken, was jetzt hier die Leute machen. Aha. Okay, Jack, Weite deines Amtes und dränge man sie zurück. Genau. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir uns jetzt als kleines eigenes Ziel auch mal die Option, dass wir den Torwag auf 100 oder naja, zumindest 80% bekommen. So. Okay, sie hat gerade einen Tritt abbekommen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt ganz psycho-like und beruhigen sie jetzt erstmal wieder. Ich hätte Wirtschaft studieren sollen. Ja, ob das jetzt wirklich die bessere Option gewesen wäre, das bleibt mal dahingestellt. So, und er wird jetzt hier schon wieder ziemlich gechillt, deswegen... Ausruhen ist nicht. Unsere Datenbank ist so gut gesichert. Okay, so jetzt Sicherheit verstärken. Und jetzt nochmal schnell gucken, wo denn die Typen sind. Die stehen wahrscheinlich schon kurz vor der Tür. Ich hab's mir fast gedacht. Okay, dann angreifen. Okay, und eigentlich können wir ja noch ein Verhandeln hinterher schicken. So. Was machen die Geiseln? Okay, er sieht schon wieder ziemlich... Also sie sehen ziemlich... Alter, ich würde sagen, wir schicken sie mal in den Pausenraum. So, mit ihm plaudern wir mal eine Runde. Unsere Datenbank ist extrem gut gesichert. Die knackt man nicht so leicht. Okay. So weit, so gut. Sicherheit verstärken. Torbreak aufladen. So, okay. Den hat's mal gut durchlöchert. Aber was willst du machen, ey? Ich meine, er oder wir? So, wie sieht's hier aus? Mit ihren Geiseln fertig zu werden, ist nicht leicht. Klar, verdammt, nur noch eine Geisel. Da werden wir Wachen kaum zögern. Wir haben bald alle Karten ausgespielt. Ab jetzt werden sie aggressiver. Okay, das kennen wir ja schon. Fuck, ey. Fuck, fuck, fuck. Wir müssen sie jetzt zurückholen, weil ich glaube nämlich sonst tatsächlich, dass die irgendwie das Gefühl haben, dass wir nur noch eine Geisel hier am Start haben. So, okay. Dann reden wir nochmal mit ihr. Ich hätte Wirtschaft studieren sollen. So, Sicherheit verstärken. Okay, und jetzt kriegt er einen Tritt ab. So, okay. Oha. Ich halte es nicht mehr aus. So, jetzt verhandeln wir eine Runde. Okay, er sieht etwas panisch aus. Dann müssen wir nochmal beruhigen. Sie können mich freilassen im Tausch gegen Medikamente und Netzstabilität. Kann man ihn denn freilassen? Geiselaustausch. Ah, dann haben wir nur noch eine und das wollen wir ja nicht. Ich muss weglaufen. Alter, ich glaube, es hackt. Schicken wir ihn jetzt einfach mal in den Pausenraum. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, aber aber unser Hackfortschritt macht langsam hier tatsächlich Fortschritte. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, es läuft gleich wieder alles schief. So, okay, wir fahren dann nochmal mit denen und dann würde ich sagen, Torbreak nochmal aufladen und gleich hinterher die Sicherheit wieder verstärken. So. Okay, was macht er da hinten? Er sieht gechillt aus, wenn ich mich nicht irre. Laut dem Bildschirm zumindest. Wir gucken trotzdem mal ganz kurz zu ihm. Sieht so aus, als ob er sich wieder fängt. Ja, tatsächlich. Okay. Falls es jetzt schief geht, werden wir dann im nächsten Versuch auf alle Fälle mal dieses Geiseltausch oder Geiselaustausch versuchen. Wahrscheinlich nämlich, ich dachte am Anfang ursprünglich, dass man dann quasi sie mit ihm hier oben tauscht. Dass sie dann quasi switchen. Aber ich glaube tatsächlich, dass man sie freilässt und dafür im Gegensatz was kriegt.
So, dann verstärken wir, laden wir nochmal den Torbeug auf. So, 82% schon, das war ja das erklärte Ziel. Mittlerweile würde ich aber fast gerne auf 100 gehen. Sie sind wie meine Schwester. Wenn die was nicht bekam, hat sie geheult und mich gehauen. Okay, und ist mal richtig relaxed. So, und wie war das, wenn sie zu relaxed sind? Ne? Dann läuft man Gefahr, dass sie irgendwie Scheiße bauen. Deswegen kommt er jetzt wieder. Und kriegt gleich mal einen Tritt wahrscheinlich. Mal gucken, je nach Körperhaltung, wie er sich denn hinsetzt. Okay, dann brüllen wir ihn jetzt an. Hat genug Pause gehabt. Okay. So, und jetzt darf die mal in den Pausenraum. Ah, Scheiße. Er ist abgelenkt. Oh, nee, oder? Was bin ich? Nichts bin ich. Ich bin hochkonzentriert, yo. So. Wie sieht's hier aus? Na, natürlich. Natürlich sieht's hier genauso aus. Ja, müssen wir jetzt gleich nochmal... Oh nein, und sie rennt weg, Alter. Nein, nein, nein. Baby, ich will dich nicht töten. Ich kann sie nicht mal töten. Hallo? Okay. Okay, ich würde sagen, wir setzen jetzt alles auf Rot. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben schon ziemlich viel auf Rot gesetzt. Ah! Ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach mal den Turbo-Hack raus. Das war's, Wahnsinn. Ich muss weglaufen, sagt er. Sie können mich freilassen im Tausch gegen Medikamente oder Netzstabilität. Ja, sicherlich nicht, Alter, weil wenn wir dich jetzt noch freilassen, dann haben wir ein Problem. So, und wahrscheinlich stehen sie schon wieder vor unserer Tür. Ja, noch nicht ganz. Abraham, die Sache läuft aus dem Ruder. Was tun wir hier? Ist das überhaupt richtig? Jack, wach auf, schieß, sonst sind wir tot. Ich kann nicht. Alter, Jack. Ich kann das nicht mehr. Wir haben unser Ziel aus den Augen verloren. Anmeckern, entschuldigen, in Ruhe lassen. Scheiße, Alter. Ich glaube, in solchen Situationen muss man vielleicht... Ach, Mann. Wo ist denn das hier so wie... mach doch erstmal, wie all unser Leben hängt davon ab. Wir reden später darüber, Option. Das ist nicht der Überlebenstyp, den ich aus der Wüste von Legend kenne. Jetzt ist nicht die Zeit, alles in Frage zu stellen. Schluck deine Gefühle runter und schieß. Okay, Sergeant, machen wir es auf deine Weise. Ja, das ist doch genau die Option, die ich wollte. Oh, nein, Alter. Shit. So, okay, wir halten fest, wir haben keine Geisel mehr. Verhandeln können wir jetzt gar nicht mehr. Es reicht, ihr werdet alle sterben. Oh nein. Alter, ist das tough. Holy. Was geht ab? 39% gerade mal. Es sah deutlich mehr aus. Alle Geiseln getötet. Schamane verlor durch Sicherheitslücken 20% der Daten. 14% des Hackfortschritts ist dem Turbo-Hack zu verdanken. Du hast dich in der Situation sanft verhalten. Es stand vorhin schon mal da. Ich glaube, wir sollten echt jetzt irgendwie ein bisschen härter vorgehen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Okay, also er darf erstmal verhandeln. Er kriegt einen Tritt. Er wird angebrüllt. Was soll es, ey? Genauso wie er. So, und sie darf erstmal nur zugucken. Sicherheit verstärken. Ich muss weglaufen, ich muss weglaufen, ich muss weglaufen. Ist natürlich auch nicht so die feine Art. Alter, dieser Zwiespalt zwischen hier die Leute zurückdrängen und hier uns darum kümmern, dass hier nichts aus dem Ufer läuft, das ist echt schwierig. Das holistische Imperium ist groß und mächtig, das wollen sie nicht zum Feind. Brauchen auf alle Fälle die Kamera da oben. So. Und wir haben auf alle Fälle gut Hackfortschritt gemacht. Vielleicht schaffen wir es auch ohne
Turbo-Hack wäre ja auch mal eine Option. So, schießen wir nochmal. Ah, wir werden sterben. Ich brülle ihn mal an, dass er sich zusammenreißen soll. Was ist denn, wenn wir jetzt befreien? Also man hat ja die Option erledigen und befreien. Was heißt denn befreien? Wir selbst können ihn ja nicht befreien. Freilassen würde Sinn machen, aber nicht doch befreien. Okay, wir schicken ihn mal in den Pausenraum. So. Abraham, was machst du denn? Mit den irren Geiseln fertig zu werden ist nicht leicht. Klar, verdammt, nur noch eine Geisel, da werden wir... Okay, wie war das? Wir werden eine Geisel gleich zu Beginn freigeben, um dafür im Austausch irgendwas zu bekommen. Fuck, ey. Fuck, fuck, fuck. Kann man denn das jetzt eigentlich restarten? Level neu starten, wir machen das jetzt mal. Weil ich glaube, das bringt gerade nicht viel. Wir geben jetzt tatsächlich mal gleich zu Beginn eine Geißel frei. Einfach mal, um zu gucken, was passiert. Er meint ja irgendwie Netzstatus und Medikamente, wofür auch immer wir Medikamente brauchen. Geiselaustausch. Wir schenken einem dieser miesen Wissenschaftler das Leben. Netzstabilität fordern, Rückzug fordern, Medikamente fordern, abbrechen. Achso, okay. Netzstabilität ist dann wahrscheinlich, dass das Sicherheitsdings da nicht so schnell ausbricht. Okay, vielleicht machen wir das nicht sofort. Okay, er verhandelt erstmal. Turbo-Hack aufladen. So, die gucken sich jetzt schon so verdächtig um, deswegen... Keine Ahnung. Kriegt er einen Tritt und... Ihn beruhigen wir mal und ihn brüllen wir an. So, und ich habe fast das Gefühl, dass die Typen schon fast wieder vor unserer Tür stehen. Ja, okay, es geht noch. Arg, wir werden sterben. Okay, wir schicken ihn jetzt mal in den Pausenraum. Schießen wäre vielleicht auch mal interessant. Ich hoffe, schießen ist nicht erschießen. Zwing mich nicht dazu. Auf Bein schießen, auf Kopf schießen, verzeihen. Verzeihen oder verziehen? Wenn du kooperierst, lebst du vielleicht morgen noch. Okay. Okay. So, hier artet jetzt alles wieder etwas in Panik aus, aber... Wie ist das? Wir versuchen es einfach nochmal so und dann verzeihen. Vielleicht beruhigt das ja. Tja, man weiß es nicht. So, okay. Wir lassen jetzt ihn mal verhandeln. Oh, nee, oder? Ja, nützt ja nichts. So, dann beruhigen wir sie jetzt mal. Ihn auch. Scheiße. Oh, komm schon, ey. Vor allem, wir haben gar keine Option. Wir können gar nichts machen. Er wird dann automatisch von Jack erschossen. Ich muss weglaufen. Ja, super. Okay. Dann kommt er jetzt in den Pausenraum. Was soll es? Dann haben wir halt nur noch eine Geisel, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Okay, so. Jetzt geht das wieder los. Ist die Frage, ob das immer klappt, so wie es eben geklappt hat. Ich gehe mal davon aus, auch das hier
obliegt ein wenig dem Zufall. Das ist nicht der Überlebenstyp, den ja, okay, jetzt ist auch nicht Zeit, also eine Frage zu stellen. Okay, Session machen wir jetzt. Okay, doch, das klappt also wieder. So, und jetzt artet alles einfach nur noch einer willkürlichen Schießerei aus. Willkommen im Wilden Westen. Fuck. Es reicht, ihr werdet alle sterben. Alter! Shit. Okay. So viel dazu. Und mehr dazu in der nächsten Episode. Bis dahin. Kenne deine Pixel.